Kings Casino. Willkommen zu Cash Kings. Es ist Sonntag, es ist 18 Uhr und wir sind wieder in der Poker Arena des Kings Casinos in Rossmoldorf. Mein Name ist Gunter Sossner. Ich begrüße euch recht herzlich hier heute zur Sendung, die wir in drei Teilen für euch vorbereitet haben. Zu Beginn zeigen wir Pot Limit Omaha hier aus dem Kings. Die Folge 25, den Zusammenschnitt des zweiten Teils, das ist eine Pot Limit Omaha Partie mit Blinds 5-5. Anschließend wunderbares Cash Game mit Leon Sukernik. Eine hohe Partie, die gespielt worden ist. Und dann gehen wir live rüber in die Poker Arena und zeigen euch No Limit Hold'em 2-5 mit Ante 5 und am Tisch dann unter anderem Scott, Big Scotty Hanna. Bevor wir starten, ein kurzer Blick auf die Stacks. Der Spieler hier bei der Pot Limit Omaha Partie, ihr seht das, der Katri auf Position 1 mit einem Plus von 1400 Euro, insgesamt 6400 hat er vor sich stehen, auch im Plus. Heiko, über 2000 Euro hat er gemacht. Der große Gewinner aktuell, Buddy, mit 4600 Euro vorne und Sergei, den wir aktuell noch nicht im Bild haben, auf Position 5 mit einem Minus von über 3200 Euro und auch Michael. Dr. Michael Keiner, etwas im Brand, 1150 minus bei ihm. Jetzt hoffen wir, dass unsere Kollegen von der Technik, jawohl, umschalten auf den Tisch und wir die Möglichkeit haben, jetzt diese Hand hier zu verfolgen. Eine Neuerung, die wir eingeführt haben, kennt ihr aus allerersten Folge von Pot Limit Omaha bei Cash Kings, ist das Vier-Farben-Deck. Das Farbe Kreuz wird in grün dargestellt, Karo in blau gehalten, dass man hier die Karten besser unterscheiden kann bzw. sich auch schneller dann orientieren kann, was auf dem Board erscheint, was die Spieler in der Hand halten und wie mögliche Kartenkombinationen aussehen können. Und da auch eine weitere Neuerung: unter dem jeweiligen Namen des Spielers seht ihr im Zusammenhang dann mit dem Flop, wenn der gedealt worden ist, was für Kombinationen der Spieler auf der Hand hat. Also fertige Hände, wie zum Beispiel oben bei Michael Keiner, wo ihr sehen könnt, Three of a Kind bei Buddy, also das Ass getroffen hat. Das wird direkt angezeigt zur besseren Orientierung am Tisch. Ja, ein Wort zu Dr. Michael Keiner. Das war natürlich ein toller Gast hier bei der Omaha Session. Eigentlich war schon Zeit. Einer der bekanntesten Spieler, den wir überhaupt hier in Deutschland haben. Sehr verdienter Mann. Dann benimm dich auch so. Der frühzeitig ins Pokergeschäft eingestiegen ist, als Ambassador damals bei 888.com angefangen hat, ein wirklicher Pokerbotschafter, war der einer der ersten, der sich überhaupt thematisch mit Poker richtig auseinandergesetzt hat, also mit Blogs hier gemacht hat, also Artikel, unter anderem sehr gute Artikel im Bereich der Pokerpsychologie, einer der ersten Deutschen, die sich überhaupt mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Legendär sicherlich auch seine Blogs, die er immer wieder aus Las Vegas von der World Series of Poker gebracht hat. Und dann die letzten 4 Jahre bei PokerStars als Pro unter Vertrag und auch dort als Ambassador in vielen Talkshows gesessen. Hat sich sehr stark gemacht für die gesellschaftliche Akzeptanz von Poker. Heute aber nicht mehr als Vertragsspieler unterwegs, jetzt wieder im Business aktiv mit einer Webseite, mit einem Webseiten-Service genauer gesagt, im Bereich Health, also sprich Gesundheitswesen in Deutschland und Informationen dort über verschiedene Präparate, die man
verschreibungspflichtig, aber auch eben halt nicht verschreibungspflichtig bekommen kann. Ja, der Doc also quasi wieder zurück zu seinen Wurzeln. Aber da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. War eine sehr schöne Unterhaltung auch mit ihm hier bei uns im Kings. Jetzt aber mal ein bisschen was zur Hand, die wir hier sehen. Der Flop mit Ass 6, 5 also, und 2 Kreuz ergibt viele Möglichkeiten zu für Draw-Hände. Flush-Draw, Straßendraw, Optionen und wir sehen hier jetzt wunderbar 6 Spieler in der Hand. Jeder hat so ein bisschen was erwischt und die 7, ja, das ist jetzt die Optimalkarte letztlich für Buddy im ersten Moment, der die Straße fertig hat, also mit 8, 9 in der Hand. Und er hat mit 2 Kreuzen auch noch die Option auf den Flush, allerdings dann nicht der Nutflush. Könnte für ihn dann also ein kleiner Action-Killer dann sein. Bei Heiko das Set 7er jetzt auch noch dazu gekommen, 2 Sets, er blockt sich also selber die Outs weg, die möglicherweise ein Full machen. Er kann nur das Full komplettieren mit einer 5 oder mit einem Ass. Oliver an dieser Stelle letztlich mit dem Flush-Draw Queen allerdings und auch dem Ass getroffen, schwierig für ihn. Ob er da jetzt groß mitzahlen sollte, aber er macht es. Da kannst du dann natürlich in Trouble geraten, sofern ein höherer Flush, also mit König oder im schlechtesten Fall mit dem Ass unterwegs ist, sollte dann eine Pik-Karte auf dem River kommen. Aber aktuell vorne ist Buddy, 8-9 hat er die Straße fertig. Und für ihn ist jetzt die Frage, ob sich hinten raus das Board pairt oder ein Kreuz oder eine Pik-Karte erscheint. Beides ist nicht günstig für ihn. Pik ist er hinten und eine Kreuzkarte würde ihm letztlich nicht wirklich weiterhelfen, weil er einfach nicht eine Nutshand dann hat. Nimmt ihm also die Action. Aber schauen wir, wie es weitergeht. Sergei. Jetzt gefordert. Er hat letztlich nur den Gutshot. Also eine 8 und die darf dann idealerweise nicht in Peak sein, weil das die Action killt oder in Kreuz, also das, da hätte er einfach keine Option mehr. Und bei einer Peak 8, da, das wäre dann für ihn natürlich die perfekte Karte zum Straight Flush, aber naja, dass die dann kommt, das wäre unwahrscheinlich, er steigt den halt auch aus. Jetzt kommt die 9. Wäre jetzt Nutshand. Buddy battled. Oliver, tja, was willst du machen? Kannst nichts machen mit dem Overpaar. Das ist dann zu wenig, um sowas zu bezahlen. Und Buddy sichert sich hier den Pot. Kannst du später sehen im Fernseher. Was? Kannst du später sehen im Fernseher. Wieder ein Blick auf die Verteilung der Stacks. Buddy jetzt 5160 vorne. Minimum Buy-in hier am Tisch waren 1000. Er konnte auch sehen, wunderbar. Er hat 1000 aufgezogen gehabt, hat das Ganze jetzt schon auf über 6000 hochgeschraubt. Also läuft optimal für ihn hier bei dieser Partie. Eine weitere Neuerung für euch seht ihr oben rechts. Wir haben die Einblendung von Informationen über Turniere im Kings, über Aktionen. Jetzt verlagert auf ein Zusatzbild, was oben rechts eingeblendet wird, sodass es letztlich für euch immer ersichtlich ist, was ist hier los im Kings Casino. Aber ihr werdet dadurch nicht gestört, also was die Verfolgung der Action hier am Tisch ist. Das ist eine schöne Konstellation bei den Starthänden. Kadri auf Position 1 mit den Assen 9-7 dabei und das Ganze double suited, also Ass 9 in Kreuz und Ass 7 in Herz.
Danny auch mit Assen, allerdings drei Pik-Karten in der Hand, 8 Bube, Ass in Pik und dann noch das Karo Ass. Interessant auch Sergeys Hand, Double Suited mit den Kings. Und selbst Michael Dockkeiner mit Double Suited, Bube 9, 8, 5. Eine spekulative Hand, die er aber mit Sicherheit hier an dieser Stelle aufgeben wird, nachdem der Oliver jetzt mit einer, mit einer sehr fantasievollen Hand, Bube 8, 6, 3, 2 Pik, ein Karo, ein Herz, da reingegangen ist. Also weiß ich nicht, ob das so günstig ist. Du hast ja immer Möglichkeiten als Spieler, fast mit jeder Hand gewinnen zu können bei Omaha. Also eine bestimmte prozentuale Chance besteht da immer. Allerdings ist die natürlich sehr, sehr schwer. Also musst du schon optimal treffen jetzt beim Oliver. Aber der Versuch aus dem Button heraus vielleicht legitim dann zu sagen, okay, ich bin sehr stark. Allerdings, Sergei, der bleibt jetzt dabei natürlich. Und Danny, tja, und Katri, die sind jetzt diejenigen mit den Assen. Und ich kann mir schon vorstellen beim Katri, dass er da eventuell sogar noch rübergeht. Ja, er sagt es auch. Ich muss da rübergehen. Und er hat eben auch eine sehr, sehr starke Hand. Mit der er diesen Move aus dem Cut-Off auch bringen kann. Aber sein Spaß war teurer als meiner. Allerdings kann er natürlich nicht wissen, wie stark die anderen sind und die Konstellation ist wirklich so, dass da jetzt eine ganze Menge Geld in die Mitte wandern wird. Sergei all in. Ja, Oliver, bei aller Liebe, der wird. Das ist da natürlich, das sieht er gar nichts mehr, ist klar. Und jetzt haben wir diese Konstellation, also die Asse sind da unterwegs und alles ist drin in der Mitte. Jetzt brauchen wir noch Kreuzkarte, dann haben wir es. So, jetzt mal schauen, wer hat was. Katri mit dem Nutflush. Und tja, für Sergei und Dani ist das hier an dieser Stelle erstmal beendet. Also sprich, sie verlieren ihren kompletten Stack, den sie reingestellt haben. Katri hat die Hand der Hände Flush bekommen. Das ist ja perfekt verwaltet. Da gehen hohe Karten gehen rein oder so. Gab es auch viele Optionen auf dem Split zwischen ihm und Dani, aber das ist dann nicht gekommen. Also das gesamte Geld zu Katri. Optimal gelaufen. Schöne Karte, natürlich. Bravo. Natürlich. Hola, bravo. So, Pause, ne? Was die bestmögliche Hand. Table Talk hier an dieser Stelle natürlich klar, die bestmögliche Hand ist die, die gewinnt und das ist in dem Falle bei Katri gewesen, das ist die beste Hand und ihr seht das, er macht einen Riesensatz, 4.285 Euro jetzt im Plus bei Cash Kings. Danny, sein Stack verbraucht 1.000 Euro minus, Sergej glatt 4.000 hinten. Und auch Oliver mit 1.655 Euro im Minus. Also, muss ja schon 5er oder 5-4 oder 5-3, 4-3 oder sowas. Ach, der kommt doch. Sergej, bist du drin? Eine Information noch für unsere tschechischen Zuschauer. Wir haben natürlich heute auch wieder Cash Kings mit tschechischem Kommentar. Einfach auf
Cashkings.tv vorbeischauen. Das ist das Wechselstube. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euch den tschechischen Stream dort anzuschauen. Schöne Flop, Dame 8. Für alle Freunde des Online-Pokers, Leute, heute nicht vergessen, Satellites laufen auf PokerStars zu Jan und Pokertour. Um 18 Uhr ist der Finger gestartet, kleines Turnier, und um 19.15 Uhr gibt es das Satellite und um 20.30 Uhr, da gibt es den Main Qualifier. Ein Package zur GPT ist garantiert im Wert von 700 Euro. Das Main Event hat einen Preispool von 200.000 Euro garantiert hier im Kings Casino. Einfach reinschauen in der Lobby von Stars unter Turniere, Region. Und vielleicht habt ihr die Chance, euch dort ein Ticket zu erspielen. Kadri mit der Erhöhung. Lauf, muss weitergehen, ne? Später Position. Aber die 25 vertreiben keinen. Da bleiben alle dabei, die auch schon vorher Geld da investiert haben. Sechs Spieler sehen den Flop. Und der ist für Kadri natürlich wieder optimal. Also er trifft den Nut Flush Draw, er trifft den Rap nach oben für die Straße. Optimale Karte für ihn im ersten Moment, allerdings auch für Buddy, der hier das Button-Set gefloppt hat. Mit den Vierern eine Hand, der da beibleiben kann. Zwei Paar auch bei Johnny. Ja, das könnte hier eine größere Geschichte werden. Danny mit dem Gutshot zur Straße und dem Flush Draw, allerdings eben halt ja nur mit der 10 in der Hand. Kadri hat den Stack, um hoch ranzugehen. Ja, Buddy called auch. Kadri in der Hand, Johnny in der Hand, also die stärksten Hände jetzt tatsächlich drin in der Hand, und da kommt jetzt auch der Flush an für Kadri. Er hat Nuts in der Hand in diesem Moment, spielt natürlich Pot. Um diese Hand zu protecten, und das müsste zumindest für Johnny das Zeichen sein, hier auszusteigen. Und ob Buddy da bleibt, der hat eigentlich jetzt, ja, was hat er? Er hat natürlich Outs zum Full eventuell, es sei denn, da ist ein höheres Set jetzt gegen unterwegs, plus einem Flush, der angekommen ist. Und er wäre gut beraten, jetzt grundsätzlich auch hier zu folden an der Stelle, weil die Karte sehr teuer ist. Ich glaube nicht, dass er da bereit ist, noch Geld zu investieren. Denn selbst wenn das Full ankommen sollte, kann er sich nicht sicher sein, dass er mit dem Button-Set in der Hand und dann einem eine eventuelle Full-Kombination wirklich gut ist. Und er foldet auch an dieser Stelle sehr vernünftig. Und ja, Kadri sammelt weitere Chips ein. Das ist ja schon fast wie ein Staubsauger hier unterwegs. Trifft optimal und türmt weitere Chips vor sich auf. Auch im Kings Casino wird natürlich aktuell gespielt. Da läuft zurzeit das Finale der deutschen Pokertour. 530 Spieler sind es am Ende geworden. 100.000 Euro werden hier ausgespielt und es sind 40 Spieler noch im Turnier. Da werden wir zwischendrin noch nachreichen, wer sich da nach vorne spielt und idealerweise natürlich auch, wer dieses Event hier gewinnt im Kings. Und
natürlich in der kommenden Woche auch wieder tolle Turniere hier. Über 80.000 Euro sind garantiert bei den One-Day-Tournaments. Einfach mal vorbeischauen auf pokerroomkings.com und dort im Turnierkalender findet ihr alle Informationen. Buddy mit der Erhöhung. Könige in der Hand, Double Suited, König 10 und König 4. Michael, auch eine durchaus interessante Hand mit Ass-König und den Damen. König-Dame, einmal ein Kreuz dabei. Oliver, 4, 5, 6, 9. Hm. Ja, muss man gut treffen. Und hier trifft er auch. Hat oben, unten, also vier, die 4 trifft er, aber die ist da gar nicht so entscheidend, sondern mehr, dass er den Draw auch noch hat. Also sprich, eine 8 macht ihm eine Straße oder auch eine weitere 4 verbessert natürlich seine Hand. Erstmal massiv in diesem Moment und Buddy hat allerdings auch die 4 und da fängt das Drama dann letztlich für den Oliver auch an. Denn sollte er jetzt nicht irgendwie zum Full komplettieren, hat er einfach einen miesen Kicker mit der 9. Aber auch der Doc hat hier noch eine Idee. Er spielt weiter. Er hat nur das Ass, was soll passieren? Okay, er hat 2 Outs, also sprich die Queens. Wenn eine dann auftauchen sollte, dann hat er ein hohes Full in der Hand. Aber das finde ich jetzt etwas leichtsinnig vom Doc, dass er da reingeht. Er hat natürlich mit dem Ass und dem König auch schöne Optionen. Aber eben halt immer nur dann, wenn keiner eventuell mit der 4 unterwegs ist. Hier sind es in dem Fall dann der Buddy, der die 4 hat. Und das ist natürlich jetzt Action ohne Ende. Aber Johnny, der bettet jetzt. Könnte für Ass 4 stehen. Oder ein paar 7er. Das ist Kraft, aber das wird der Buddy bezahlen, weil er einfach auch den Stack dahinter hat, das zu tun. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob der Doc, jawohl, er steigt aus. Das ist ihm dann doch eine Nummer zu heiß. Ja, und jetzt müsste Johnny natürlich, egal was da jetzt hinten rauskommt, seine Story zu Ende erzählen, nämlich die Story von der Mate Hand, dem Full. Und das kann er nicht. Er checkt. Buddy hat die 4. Johnny nur das Ass. Und das Geld wandert in seine Tasche. Aber es wäre auch schwer gewesen. Was kann der Johnny dann noch machen? Wenn er jetzt wirklich heavy ist, dann spielt er nochmal komplett Pot rein. Und das würde ja letztlich immer nur derjenige Fohlen, der wirklich keine Hand da hat, ist es natürlich schwer dann zu callen, wenn einer den 4er Treffer hat, aber nicht das fertige Full. Aber wie gesagt, er spielt eben halt gegen einen großen Stack und da jemanden rauszukriegen, ist dann äußerst schwierig. Jetzt hier wieder eine schöne Konstellation, also letztlich hat Katrin die in diesem Moment noch die beste Hand mit den Königen, die er selber hält, aber das Board ist natürlich so unangenehm, dass er das normalerweise gar nicht weiterspielen kann. Also das gerade 10. 10-4 jetzt, 2 Paar bei Buddy. Flush Draw und Inside Straight. Oliver, das ist sicherlich für ihn so ein Signal, dabei zu bleiben. Vor allen Dingen, weil er natürlich auch noch als Zusatzoption sozusagen, also mit der Kreuz 9 dann den Straight Flush machen würde. Und so wie wir den Oliver gesehen haben, wird er diese Hand auch weiterspielen, selbst wenn da vorne gebettet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann aussteigt. Und wenn das natürlich jetzt hier sehr kräftig aussieht, was kommt. Das ist so, wie viel stapelt er da hoch? Kadir, ja, der hält sich da raus. Oliver 465 muss er bringen. Er wird sie bezahlen, bin ich mir ziemlich sicher. Er hat Optionen.
natürlich auch weiß, dass er gegen einen starken Flush-Draw eventuell spielt, also mit Kreuz Ass jemand unterwegs ist. Aber ich glaube, dass der wird das spielen. So haben wir ihn gesehen, jawohl, er geht da so ein bisschen auf Tauschstation und hinein die Chips. Sergej, tja, was macht der? Hat er letztlich nichts mehr in der Hand zu suchen. Hat zwar noch den Inside Straight, also sprich eine 5 würde ihm die Straße machen, aber dann darf es auch schon wieder keine Kreuzkarte sein. Die 10 selber mit dem Ass als Kicker. Wäre für ihn dann zu wenig gewesen. Und da kommt die Kreuzkarte und die Traumkarte für ihn. Straight Flush for Oliver. Und jetzt checkt er. Das ist ja Wahnsinn. Bist du deppert? Ja, was denn? Aber das Lieblingshand, wo bist du? Ja, ja. Der Schwede, was denn da? Soll ihr, Jungs, was seht ihr denn da? Das ist ein Straight Flush. Den hat er gescheckt, ich werde nicht mehr. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, ja. Ach, du ahnst mich. Was checkt er da? Ein Straight Flush, Mann, das musst du betten. Danke, ne? Ach, Herr Jemine, also er checkt den Straight Flush. Ach, Herr Jemine. Okay, kann passieren im Eifer des Gefechts. Also normalerweise sollte er den mal anspielen. Auch wenn das wenn es jetzt hier kein unerlaubtes Play ist oder sowas, also weil er nicht im Last to Act ist. Aber das musst du anspielen. Eben halt auch in der Erwartung, dass der andere dann gegenüber den Flush auch bekommen hat. Idealerweise ja den. Mit dem Ass vielleicht sogar glaubt, er hat den Nutflush in der Hand und du bist eben halt mit der Traumkombination unterwegs, lass den Straight Flush. Also das sollte man schon anspielen. Okay, so hat er es gecheckt. Wir sehen eine tolle Hand, wir sehen eine Traumkarte, eine Traumkombination. Und Oliver macht diesen Pot. Schöne Hand gemacht, der Oliver. Okay, passiert. Ja, ist bestimmt schon jedem passiert. 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ja, für uns natürlich in Bombensituation jetzt 7 Leute Preflop dabei. Und, alle bleiben auch dabei und schauen sich jetzt erstmal an, was hier auf dem Board erscheint. Und das ist... ja, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Jeder hat irgendwie so ein bisschen was. Dani mit 10er Treffer. Michael im Straßendraw. Schöne Kombination. Das hier ein 7er Treffer. Buddy Kings in der Hand. Sergej ein paar 8er. 2 getroffen. Algo mit dem Gutshot, also dann macht ihm die Straße allerdings dann von unten. Auch Oliver den Gutshot auf die Straße. Ein 2er Treffer. Der spielt doch keine Rolle. Der callt immer. Drei Leute noch in der Hand. Sicherlich der Michael. Option. Jetzt kommt eine weitere dazu zum Flush. Buddy jetzt auch noch mit der Option auf einen Gutshot zur Straße, also eine 5. Mach einmal langsam. Spiel mal gleich bitte. Warum immer so aggressiv? Warum immer so aggressiv? Ja, weil man so spielt. Man kann sich denken, ja, oder spielt man es lieber nicht so? Also er hat im Moment Könige. Plus die Option auf einen Gutshot. Er investiert hoch, er hat ja den Stack auch. Also das ist natürlich auch eine Frage von Kraft. Aber er hat natürlich mit Oliver auch jemanden, der das durchaus fertig bringt auf so ein Board. Und vor allem jetzt, wo er auch noch weitere Straßenoptionen bekommen hat. Also
Eine 3 würde ihm die Straße machen. Wenn er 9 kriegt, er eine Straße. Eine 8 macht ihm die Straße. Also, dass der das fertig bringt, hier auch die hohe Bett zu zahlen. Wir sehen, welche Karten alle günstig sind für Oliver. Haben wir oben angezeigt. Was gebe ich dir? Die ihm einfach eine Hand basteln können, mit der er eventuell weiterspielen kann. Allerdings muss man bei diesen ganzen Outs, die hier oben angezeigt werden, sicherlich die Karo-Karten abziehen. Also es ist ja möglich, dass ein Flush-Draw unterwegs ist. Und den kann er in seine Überlegungen nicht einrechnen, weil er ihn einfach nicht hat und auch nicht repräsentieren könnte. Es sei denn, er spielt dann hoch rein. Aber er hat eben halt, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Stack, er hat ja gar nicht so viel da stehen. Das heißt, wenn er das jetzt hier bezahlen würde, hätte er keine Power mehr im Background, um jemanden eventuell dort rauszudrücken. Sollte jetzt zum Beispiel eine Karo-Karte kommen. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie das jetzt hier läuft. Vielleicht kommt. Vielleicht kommt. Jetzt schaue ich nochmal nach, bevor ich check. Schöner Kommentar von ihm. Ich will nicht hinschauen. Was ist gekommen wieder? Gute Karte. Rums 7. Gute Karte. Verändert für ihn erstmal so gar nichts. Check, check, ja. Er checkt und auch Buddy kann das natürlich nicht anspielen. Eventuell hat er ja eine 7 drin, der Oliver, oder hat irgendetwas anderes, was ihn überraschen könnte. Also macht das ganz sicher. Er checkt es einfach. Die Könige jetzt sind gut. Oliver verliert diese Hand, hat viele Outs gehabt, aber wie gesagt, es muss dann eben halt auch kommen. Und das war in diesem Moment nicht der Fall. Und gleich. Buddy, guck dir mal das an hier. Macht wieder ein. Oh ja, jetzt fängt das wieder an. Ja, wieso nicht? Ja, muss ich ja machen. Es gibt teile Spieler, aggressive Spieler. Der Blick auf die 6. 5.885. Euro ist der Buddy jetzt hier vorne bei dieser Session. Heiko 1630 vorne. Kadri 4.500 Euro. Oliver 2.3 hinten. Sergei über 4.000 Euro verloren. Michael 1.7 im Minus. Und Dani rund 1.100. Foldet. Für dich geht. Kadri wieder mit einer interessanten Hand. 10 Bube in Kreuz, König und Ass in Karo. Und für ihn wäre natürlich optimal, wenn er eine Dame da noch irgendwo auf dem Flop erwischen würde. Also sprich, dass er Draw-Möglichkeiten bekommt. Nuts. Ja, aber damit kannst du in Trouble kommen. 10 Bube Dame. Also Buben alle raus. Sergei kann auch keinen Buben mehr treffen. Wir wissen das. Er natürlich nicht. Und jetzt interessante Konstellation. Also Dani mit der 3 und der 8. Zwei Paar gefloppt, aber eben auch noch den Nut Flush Draw. Mal getroffen. Kadri, tja, Flush Draw mit 10 Bube, aber eben halt nicht den Nut Flush Draw. Heiko, 3 getroffen.
Nutshot mit einer 2 die Straße zu machen mit Ass 5. Aber das sind natürlich alles so Hände, die trotzdem dann in Trouble geraten können. Und wir sehen das auch an den prozentualen Verteilungen. Ja? Also Danny klar vorne gegen die Hand von Kadri. Und da passiert es auch. Jetzt beide mit dem Flush. Allerdings Danny mit dem Nutflush. Und der Kadri noch spekulativ auf den Straight Flush mit der 9. Frage hier bei uns im Chat. Ja, seit 18 Uhr sind wir hier auf Sendung. Jetzt aktuell noch mit der Zusammenfassung der Pot Limit Omaha Session mit Dr. Michael Keiner. Und anschließend gehen wir dann rüber zum No Limit Hold'em. Rums die Bums, bist du deppert. Schon wieder straight Flush gekommen mit der 9. Ich muss noch schießen. Ja, er zahlt das Ganze. Ja, er ist großzügig, der Kadri spielt nur 100 und zeigt Danny mal eben den Straight Flush. Das war ehrlicherweise eine billige Fahrkarte für ihn. Er hätte normalerweise erwartet, dass der, also vom normalen Spielverlauf, wenn der Danny jetzt nicht seine Karten aufmacht, wird der Kadri viel höher anspielen und der Danny wird dann mit seinem Stack reinmarschieren und mit der Hand Broke gehen. Ist ihm erspart geblieben. Hat klein angespielt, der Kadri, also ein 100er, das ist ja schon fast Freundschaftspreis gewesen. Und du spielst 100, der spielt ohne 500. Ja, der geht dann natürlich rein. Was ich hier darauf kommt, dass der das nur bezahlen würde mit dem Flush. Mit dem Nutflush und mein Bruder. Zwei Kombis, die ihn schlagen. Naja. Wenn man so, solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Ja, Kadri natürlich bombig gelaunt. Na klar, wer wäre das nicht, wenn man so einen Lauf hat und dann so massiv auf vorne ist. Sergej, 3 Karo in der Hand. Astame, Bube und noch die Herz 8. Danny mit ein paar Damen. Oliver, König Bube, 5-3, also alles so ein bisschen spekulative Hände. Für Säge ein guter Flop. Nat Flush Draw, erstmal getroffen. Also kann man durchaus weiterspielen und Oliver versucht wieder das Kommando zu übernehmen, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der bettet da rein, auch wenn er nicht unbedingt was getroffen hat. Einfach auch mal zu sehen, okay, wie stark sind die anderen und wir wissen es ja auch beim Oma, also oft genug wird der Flop verfehlt. Ich bin doch in Rente. Ich bin in Rente, er sagt es schon hier, der Dr. Keiner. Ich bin in Rente, also in Pokerrente, naja, nicht ganz. Kaum noch was, selten. Ja, ich gehe jetzt mal wieder, dann gehe ich nach Seefeld, dann gehe ich zur, ich gehe überall hin, wo ich Slut spielen kann, ja, das ist wunderbar. Gehöre ich dann auch zu den Jüngeren am Tisch. Aber nur mit Presselet. Nee, ohne. Ich glaube, das habe ich einmal angehabt in meinem ganzen Leben. Ja. Also jetzt als schlummert es im Tresor. Das Bracelet im Tresor. Vielleicht 500, ich weiß es nicht. So wenig? Ich habe keine Ahnung. Ja, das Große vielleicht. Schöner Talk von Sergej, gerade mit dem Nutflush, der angekommen ist. Und naja, Paarung vom Bord, nicht besonders gut für ihn. Oliver, König hoch. Ja. König hoch, der. Naja, so stimmt es ja immer nicht. Er hat natürlich das Paar 10 auf dem Board, das spielt ja auch für ihn. Aber er kann es halt nicht weiter verbessern. Also hat nur König Jack dann in der Hand. Sergej gewinnt. Endlich mal in der Hand.
läuft ja wirklich mehr als bescheiden für ihn bei der Session. Aber jetzt geht ein bisschen Geld darüber und ja, wir lauschen mal ein bisschen, was der Table Talk hier mit dem Doktor bringt. Das ist ganz interessant. Bei ihm war 5.000. Ja, 5 oder 2,5. Ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf. Irgendwo was. Ich glaube 5 war es. Aber kann ich selber haben? Ja, das kannst du machen. Ja. Hier glaubt man nichts mehr. Ja, wir haben es gehört. Der Doc verstaut sein Bracelet, das er bei der World Series of Poker gewonnen hat. Im Tresor. Trägt selten, aber damals auch eine tolle Geschichte. Beim Stud-Event hat er das geholt. Und war mega happy. Ich kann mich noch entsinnen daran, dass er da überglücklich drüber war, dass er sich dieses doch so begehrte Objekt der Spieler schnappen konnte. Und hat das meiner Ansicht nach auch verdient. Und hier Michael mit der Straße. 6-3 in der Hand. Er floppt die Straße, er checkt das Ganze. Oliver hat auch die Straight allerdings von unten mit dem Ass und der 3. Und Buddy wieder ein Set. Mittel Set. Jetzt günstige Situation für Michael. Der checkt. Jetzt kann Oliver spielen. Er hat 2 Paar und die Straße. Johnny verabschiedet sich. Buddy wird wahrscheinlich callen. Und jetzt hätte der Doc die Möglichkeit, da massiv rüber zu marschieren. Er hat ja die stärkste Hand. 3-6 ist aktuell die Nutzhand. Und da könnte er rübergehen. Massiv. Und das tut er auch. 625. Ja, Oliver, was machen wir? Tja, was machen wir? Aussteigen an der Stelle. Ich glaube nicht, dass du dich von der Hand trennen kannst. Das sehe ich bei Buddy schon ein bisschen anders. Allerdings, wenn der Oliver nachzahlt, dann ist das für den Buddy eine günstige Gelegenheit, selber in den Pot reinzukommen und eventuell ganz groß abzuräumen. Wenn denn sich das Board noch peert. Allerdings, und wir sehen das ja hier, das darf kein Ass sein. Das wäre unangenehm für ihn. Also ein bisschen Power nimmt ihn das und alle anderen Karten sind für ihn dann günstig, also auch eine 5. Wäre nicht das Schlechteste. Ja, so schlecht als angetroffen. Was macht Oliver? Insgesamt hat er doch 2000. Knifflig. Ja, was kann Oliver machen? Also 2 Paar hat er hat die Straße von unten, aber bei so einem Move, dann sollte er den Braten riechen, also dass er da in dem Moment wirklich hinten ist. Und ich meine, er muss ja auch den Buddy da auch noch so ein bisschen einkalkulieren, mit was zahlt der denn da mit? Der hat sicherlich einen starken Draw in der Hand oder, so wie wir es eben halt auch sehen, ein Set. Das heißt, Oliver kann sich schon überlegen, dass er, egal was er hier macht, einfach hinten ist und selbst Karten, die jetzt erscheinen können, ja, welche kann ihm denn da wirklich noch helfen? Er hat ja niemals die Verbesserung zur Nuts, außer es kommt nass. Und selbst dann kann er sich nicht sicher sein, dass er dann eventuell mit einem Full-Asse, mit 2ern, dann gut ist. Sollte Asse mit 4, Asse mit 5 unterwegs sein. Also, das kann man sich hinrechnen, dass man da vielleicht besser aussteigt. Aber, so wie wir Oliver kennen, ich erwarte mal einen Call. Was macht er? Wie lange ist später das Ganze? Halbe Stunde? Genau, halbe Stunde? Ja, dann sieht man das im Fernsehen. Das ist gut, meine Frau.
Idee, sagt er. Tja. Ich hätte auch eine Idee. Fällt noch 100 da, nicht spannend. Ja, und jetzt hat Buddy. Kann natürlich überlegen, okay, ich spiele hier gegen eine Straße eine fertige oder mindestens vielleicht sogar gegen zwei. Ich spiele hier vielleicht gegen noch Flush Draw oder sogar gegen die Nutstraße. Das kann sie sich jetzt so ein bisschen hinrechnen. Ein Set Asse jetzt eventuell was aufgetaucht wird, würde ja gar keinen Sinn machen, das so anzuspielen. Aber er kann sich schon überlegen, dass er mit seinem Set eventuell noch Chancen hat, sofern sie das Board pairt. Aber dann muss ich das günstig für ihn pairen. Aber er erkennt das wieder und entsorgt hier seine Vieren. Also sprich, das Set ist raus und jetzt geht es nur noch darum, ob eine Verbesserung kommt bei Oliver. Aber auf was soll der sich verbessern? Hat er kaum Optionen, also mit der 6. Oder eben halt ein Ass, das wäre es gewesen. Jetzt kommt eine 10 und der Doc mit der Nuts spielt rein. Und jetzt ist die Frage, ob Oliver hier in der Hoffnung, dass er einen Splitpot erreicht, also dass sein Gegenüber eben halt auch nur die Straße von unten hat mit dem Ass 3, dass er das callt. Sie sehen so jung aus wie vor 25 Jahren. Schwer ist der Trash-Talk. Was machen wir, Oliver? Aussteigen ist gesund. An dieser Stelle. Also wenn er zahlen würde, dann eben halt nur auf den eventuellen Split des Pottes. Das wäre so seine Hoffnung. Und gegen 6-3 ist er halt hinten. Warten, Oliver, und dann guckst du Cash Kings, dann weißt du. Wahrscheinlich. Weil so sieht es aus, als wenn es ein Bluff wäre. Oder soll es aussehen? Also, was jetzt? Für mich wäre es gut. Jawohl, geht schön. Gib's ja weiter wieder. Hey, Dani, hier. Deine Decke. Naja, so ganz ist es ja nicht. Er hat ja schon am Turn hochgebettet. Das heißt, da hat er schon gezeigt, dass er eine extrem starke Hand hat. Das Problem ist, am Turn habe ich halt zwei Paar. Tja, was macht man? Also Fohlen gegen so einen doch relativ tighten Spieler, und der Oliver hat es ja schon gut analysiert. Er wartet halt, bis er nass ist, und dann bettet er hinten raus nochmal hoch rein in den Pot. Das kannst du nicht callen, in der Hoffnung, dass du splittest. Er foldet sowieso. Kann ich mal zum Rauchen rausgehen? Ach, jetzt auch noch provozieren. Ich geh zum Rauchen aus, ja. Ich habe keine Lust mehr, jetzt hier ewig zu warten, bis er da sein Stiefel da macht. Fernsehzeit. Ja, Time ist super. Ich will jetzt eine rauchen. Ja, eine Rauchen nicht unbedingt optimal. Jetzt vertrete des Gesundheitswesens, aber das gehört auch dazu. Ja, und was machen wir, Oliver? So, und Fold hat ja noch nicht geschadet. Mensch, schmeiß doch auch mal eine Hand weg. Gegen so einen Spieler das hinten rauszahlen, Leute, was ist eure Meinung? Schreibt uns im Chat. Kann man das gegen einen Doc-Keiner bezahlen, wenn der hinten raus auf einmal so eine hohe Bet auspackt? Was ist eure Meinung? Jetzt
Time ist ja schon. Das ist ein Call, oder wie? 3-7. Ja, du musst noch so viel lernen. Ja, da bin ich noch. 3-7. Du musst so viel noch lernen. 3-7. Keiner, der macht alles so. Ich habe alles richtig gesagt, ne? Ja. 3-7. Hast du ja auch bezahlt. Stimmt, Leute, wir das. Alles richtig gesagt, du hast das genau richtig erkannt. Und ja, dann habe ich ja auch erst geräst. Tja. Glaubst du, ich race 25, wer bin ich denn? Ja. Will ich hier um 25 Euro spielen? Ich will hier um Pott spielen. Ja, ich habe es wirklich richtig. Na, ja. Ah, jetzt. Na, jetzt oder? Der Doc. Ja. Der macht den großen Port und. Dankeschön, das meine ich auch. Da kommt so die Kohle zurück. Und Oliver, ja Mensch, du hast das so gut gesehen. Das hätte man sich sparen können. Capri, drei Asse auf der Hand. Kommt bestimmt ein Race. Nein, er kreuzt nur. Okay, letzte dazu getraut, dass er nochmal richtig rauf geht. Acht Spieler. Ja, also punish the limpers. Punish the limpers. Ja, wir sind jetzt gepunished. Nut Flush Door. Bei Capri. Und Family Check. Eight check. Moment, ich hab drei Asse. Ah, drei Asse ist gut. 40. 40. 40. Er sagt's auch noch. Moment, ich hab drei Asse. Mit dem Straßenrohr. Aber wie gesagt, Pikat ist wieder unangenehm. 40, ja. Ja, und der Justus schreibt es hier nochmal zur Hand von Dr. Michael Kainer eben, dass man ihn aus German High Roller Folgen kennt und dass man weiß, er spielt nur sehr, sehr starke Hände. Dieser Art und Weise und dass es schon am Turn für ihn ein Fold gewesen wäre. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt, also ob man da am Turn schon aussteigt, kann man sich sicherlich überlegen, aber spätestens am River ist da die Messe dann gelesen. Aber es geht hier eben halt weiter und jetzt eine interessante Konstellation. Kadri bettet weiter, hat den Nutflush zum Peak und jetzt kommt eine Herzkarte am Turn. Das ist interessant, weil er eventuell bei einer weiteren Herzkarte auch natürlich hat er gesagt, ich habe hier die Asse, ich habe drei Asse, also sogar angekündigt, sogar für den Herzflash stehen könnte, also sprich mit dem Ass und der Naz. Also es kann interessant werden, wenn hier die richtige Farbe am River auch taucht und der Doc jetzt mit der Second Naz, König 4 in Herz, also Second Naz Flash Draw. Und die Pik-Karte, Grk, Nuts bei Kadri. Und der Doc, ja, der hat jetzt nichts weiter getroffen, mit dem er hier callen könnte. Also jetzt spielt er einfach an. Und der Doc wird folden. Ja, nicht mal die 175. Wie soll er das bezahlen? Und der Kadri zeigt hier mal eben seine drei Asse. Bitte da gehen. Heiko, vier Diamonds auf der Hand. Johnny, schöne Hand. Könige, Dame 9, allerdings 3 Pik. Schwächt das Ganze doch so ein bisschen. Also obwohl du eine schöne Konstellation bilden kannst. Straßendraws, Flaschdraws und ups. Da hittet er seine Kings und die Straße, allerdings nicht die Nutzstraße. Nutzstraße ist Ass-Dame und das hat im Moment der Danny in der Hand und der Buddy hat den Nutflush-Draw mit den Assen. Ey, 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 ey. Und Kadri
Das Set Buben. Also das kann jetzt eine ganz teure Veranstaltung hier werden. Sergei called. Ja, mit was called er? Mit AED? Wie kann er sich zum Netz verbessern? Gar nicht. Ihr seht, dass das auch die Prozentangabe schon bei 0 bei ihm steht. Also egal, was da kommt, er kann nicht mehr nuts werden. Und das wissen wir deshalb, weil natürlich auch schon die zwei Könige raus sind. Also theoretischer Fall wären ja zwei Kings, tauchen da noch irgendwie auf zum Poker oder so. Aber das ist nicht der Fall. Johnny hat die Könige in der Hand. Und erstaunlich, wie viele Leute jetzt noch in dieser Hand sind. Jeder irgendwie mit Möglichkeiten, mit Ideen und keiner bereit auszusteigen. Jetzt kommt die 3 in Herz. Gut für Danny. Aber der checkt wieder. Weiß nicht, ob man da nicht dann doch mal höher betten sollte. Um diese, also Hände, die zum Beispiel zwei Paar gebildet haben oder einen kleinen Flushdraw in der, so ein kleiner Flushdraw in der Hand ist, dass man die rauskriegt. Und jetzt für Buddy natürlich eine üble Karte. Flush kommt an, aber er ist jetzt schon geschlagen, weil Johnny das Full hat. Sergei, ja, was will er machen? Und jetzt kommt eine relativ große Bet auf den Pot, also 200 und 370. Und das ist natürlich für alle ein Zeichen auszusteigen. Und Buddy haut auch seinen Flush weg. Der haut den Flush weg. Sergei kann es kaum glauben. Der Doc nickt zustimmt. Und ja, Kadri ist ja der Einzige, der es zahlen kann. Aber ich will nicht hoffen, dass der jetzt noch auf die Idee kommt, darüber zu marschieren. Das wäre doch äußerst gewagt. Und da geht man doch lieber auf Nummer sicher. Man zahlt es nur, genau. Nein, er geht da nochmal rüber. Das ist also nicht wahr, oder? Und auch der Johnny, naja, hat auch nur Second Nuts. Also Kadri geht rüber, Johnny mit der Second Nuts, callt das Ganze, Nuts wären die Dreier gewesen. Hat er selber auch Respekt vor, dass die eventuell da sind. Das ist eben Leute, das ist bei Omaha durchaus keine Seltenheit. Und bevor er in den Poker reinguckt, zahlt er einfach nach dieses Race und macht ganz sicher den Pot. Na, umgekehrt wäre es für Kadri durchaus kein Problem gewesen, einfach nur zu zahlen. Bei so vielen Spielern ist durchaus eine stärkere Hand drin und das nicht unbedingt zu raisen. Und es wurde nur quasi nur 60, und das, also nur angelegt, weil hätte ich es gepottet, ich komme aus dem Flop nicht raus. Und hier wieder der Blick auf die Stacks. 6.350 Euro bei Kadri. Heiko, ein Tausender, 2,8 jetzt bei Johnny vorne. Buddy, 7.000 Euro. Und der große Verlierer oder die großen Verlierer sind Oliver mit über 4.000 und Sergei mit mehr als 4.000. Wir machen hier eine kleine Pause und sind dann gleich wieder zurück für euch hier im Kings. Bis gleich.